Herzlich willkommen allen Freunde. Bevor wir ins neue Spiel starten, schauen wir uns natürlich hier die Aufnahmen an. Ich weiß gar nicht, was ich noch gemacht habe. Ich habe nur geangelt. Und warte. Was ist das denn da? Überhaupt keine Ahnung mehr. So, wir haben eine komische. Gott, wie ist das denn? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir das jetzt. Wir haben ein paar Braunrezept gefunden, einen Saibling und eine Goldforelle. Genau, das habe ich gestern noch gemacht. Ich war nämlich gestern den ganzen Abend, also 3 Stunden, habe ich nach einem Huchel gesucht, weil der verschwindet im März. Also, ne, April ist er nicht mehr da. Und ja, danach habe ich die ganze Zeit gesucht, habe ihn nicht gefunden. Ja, deswegen musste ich das heute Abend machen. Das kann ich dann auch aufnehmen, dann haben wir auch mal was in der Nacht. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Sonntag, der 29. März 2020, 8:49 auf Nimmerland. Hier nun das Neueste für heute. Wir haben jemanden Neues auf unserer Insel. Heißen wir Atze auf Nimmerland willkommen. Willkommen, Atze. Ich bin sicher, dir das Leben auf unserer Insel gefallen wird. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Super. Wir suchen jetzt gleich erstmal diese Rübentante. Ich habe ein paar Blumen gepflanzt, ja. Weil ich möchte dann natürlich unser Level erweitern. Oh, nice, wir haben neue Farbe. Perfekt. Perfekt, da oben sieht man schon die ganzen Blumen. Ich muss erstmal Sachen verkaufen, weil mein Inventar voller Fische ist, die ich nicht brauche. Ich habe einen Springbrunnen gemacht. Den werden wir natürlich auch noch nächste Woche, also ne, ab Montag, alles umändern. Denn nächste Woche möchte ich ganz gerne alles hier verschönern. Also wirklich verschönern. Auch Mühe gegeben und sowas. Das kommt erstmal in meinen Beutel. Oh. Ach nee, schade. Da habe ich wohl ein bisschen verkackert. Naja, egal. Egal. Hallo. So, hallo, Neppi, ich will was verkaufen. Wir dürfen leider aus steuerlichen Gründen sonntags... Hä? Habe ich nicht das obere angeklickt? Achso, er sagt das nur so, okay. Okay, okay, okay. So, guck mal, ich habe richtig viele Fische für dich, die nichts wert sind. Das sage ich dir aber. Und 2 Himmelsfalter, die sind was wert. Oh, da hast du ja einiges zusammen hier. 24.000. Okay, abgemacht. Perfekt. Dann kaufe ich mir mal diesen hässlichen Grill. Und Grill, den kann man eigentlich auch ganz gut draußen hinstellen. Das ist sehr... Oh, das Kissen ist schön. Sicher jetzt erst. Das Kissen ist echt schön. Totenkopf-Türschicht. Ja, nehme ich. Und das Kissen hätte ich auch ganz gerne im Katalog. Nehme ich. So. Dann gucken wir uns noch die Dinger hier an. So, was hast du denn hier? Ja. Ich weiß nicht. Ach komm, den kaufen wir uns mal. Dann haben wir ihn im Katalog. Aber den Rest brauche ich jetzt nicht. Der Rest sah auch nicht so schön aus. Schnapp, ich will was verkaufen. Okay. Ich verkaufe hier das, das, das und das. Grill behalte ich mal. Und dann müssen wir ganz, ganz schnell hier die Frau finden. Die... Oh Gott, ich habe den Namen jetzt vergessen. Die Luna? Nee. Hä, habe ich nicht gerade den Namen gesagt, wie die heißt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall die Rübenfrau. So, hier ist jemand Neues hingezogen. Sollen wir da mal eben reingucken? Wer das ist? Entweder der Blaukopf oder der Rotkopf. Nashorn natürlich. Okay, er hier. Hallo. Hallo, Moritz. Schön, dich zu sehen. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Das Heim ist leider noch nicht fertig eingerichtet, aber wird schon wieder werden. Okay, dann tschüss. Dann tschüss. Ich hoffe, irgendwann kriege ich die Nashörner raus, aber ich möchte jetzt erstmal meine Insel auf Level 5 kriegen, was echt sehr, sehr schwer ist. Finde ich. Wenn wir jetzt erst Level 1 sind.
So. Hier ist auch zu Hause. Da kann ich wieder Bambus abholen. Machen wir das mal gleich. Und hier auch. Jona. Jona? Jona? Irgendwie so hieß sie doch. Ich glaube schon. Aber ich habe keinen Skilliver, vielleicht wieder da. Gulliver ist nicht da. Okay. Kein Gulliver. Hier haben wir ein Fossil. Ah, da hinten ist noch. Oh, Tina ist wieder da. Ach, cool. Cool, dass sie zweimal gekommen ist. Finde ich ja nett. Das finde ich ja nett. Dann gucken wir mal, ob wir eine ordentliche Hose kriegen. Hallo Tina. Oh, hallo Moritz, du kommst genau richtig. Hättest du kurz Zeit für mich? Wollte ich nämlich was fragen. Klar, was gibt's denn? Vielen Dank. Es geht um den Laden, den wir hier eröffnen wollen. Weißt du vielleicht einen guten Ort dafür? Dank dir gibt es hier nun viele Kunden, die meinen nächsten Besuch als Händlerin kaum abwarten können. Darum habe ich mit meiner Schwester darüber gesprochen, auf dieser Insel einen richtigen Laden zu eröffnen. Also bin ich heute gekommen, um mich mit Tom Nook zu beraten, und er war sehr angetan von der Idee. Er meint direkt, wir haben doch noch Materialien übrig vom Bau von Nooks Laden. Es muss also nur noch ein geeigneter Ort für euren Laden gefunden werden. Ja. Oh, und wer könnte euch da besser helfen als Moritz, Ja. Also habe ich meinen üblichen Handel weiter betrieben und dabei nach der Ausschau gehalten. Und hier bist du. Oh je, ich rede ja ohne Punkt und Komma, was? Entschuldige, ich bin nur einfach so aufgeregt, weißt du? Jedenfalls wäre mir sehr erleichtert darüber, Hilfe von jemandem zu bekommen, dem Tom Nook vertraut. Was sagst du, Moritz? Hilfst du uns dabei, einen guten Ort für unseren Laden zu finden? Sicher doch. Wirklich? Oh, du bist unsere Rettung. Also dann, hier hast du dein ein Ladenbaukit. Stell es einfach irgendwo auf. Okay. Okay. Ja. Wo mache ich das denn hin? So, auf jeden Fall auf die andere Seite. Weil meine Stadt wird hier oben sein. Der Kleidungsladen. Er sollte kein Haus verdecken, das mag ich nicht so. Boah, das ist schwer. Ich kann es natürlich nur später noch umplatzieren. Aber hier oben hinlaufen möchte ich jetzt erstmal noch nicht. Weil dafür sind meine Aufgänge noch nicht so gut platziert worden. Da ist das. Vielleicht neben Nook. Nepp und Schlepp. Und zwar dann hier so. Hier einrichten, mal gucken. Ach, das ist kleiner. Das ist also ein bisschen kleiner. Ich überlege gerade. Was ist, wenn wir es hier hinsetzen? Wird das gehen? Okay, und was ist hier? So. Eins weiter nach da. Eins weiter nach da. Ach, schade. Ich hätte es ganz gerne da an diesen Holzding da gehabt. Oh, jetzt aber. Ja, mal sehen. Erstmal gucken, ob wir da noch genug Platz haben zum Laufen. Ja, hätten wir. Na gut. Okay, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, Blumengießen mache ich gleich alles. Ist auf jeden Fall cool, dass wir die jetzt hier bekommen. Ah, ich habe ja noch gar nichts gegessen, ne? Und die Zeit wurde ja umgestellt. Hey, du hast also einen vielversprechenden Platz gefunden. Vielen Dank, Boris. Wenn meine Schwester und ich alles eingerichtet haben, kommst du doch hoffentlich regelmäßig vorbei. Ja, natürlich. Aber erstmal muss ich jetzt hier Jorna finden. Denn die ist nur morgens da. Nachher ist zu spät. Meinte, die ist auf der Pfirsichinsel? Sieht nämlich danach aus. Sieht danach aus. Am Strand ist sie, glaube ich, nicht? Nee. Oh, das wird jetzt was, dort jemanden zu finden. Oh Gott.
Okay. Johanna? Scheiße. Sehe ich so. Da ist was. War da nicht was? Da war doch was Weißes. Was ist das? Achso, eine Pfirsich. Eine Pfirsiche. Ja gut, ne? Eine Wald war dann vielleicht doch keine so gute Idee. Aber wir haben den Sternibaum gefunden. Da holen wir uns mal ganz schnell die Sterne. Johanna, wo bist du? Hier haben wir noch ein Kreuz. Haben wir die Schaufel ausgerüstet? Ja. Ein Fossil. Ist sie dann oben oder was? Auf dem Berg drauf oder was? Das kann es doch nicht sein. Johanna, wo bist denn du? Ist sie hier am Strand? Nee. Und eine Flaschenpost? Ja, mach ich gleich. Ich muss erstmal Johanna finden. Das hat jetzt höhere Priorität. Hier ist tatsächlich niemand oder was? Da! Oh mein Gott. Johanna, was machst du denn hier? Schönen guten Morgen. Na, magst du schöne frische Rüben kaufen? Recht viele vielleicht? Ich habe reichlich Rüben. 95. Ich kaufe welche. Gut. Und wie viel genau? 1000. Her damit. Habe ich so viel Platz? Oh, scheinbar ja. Okay, 95. Also über 100 verkaufe ich. Über 100. 95? Ach, so viel ist das gar nicht. Naja. So, öffnen. Als ich letzte Nacht gedankenversunken eingeschlafen bin, habe ich eine Ukulele. Oh, cool. Eine Ukulele. Gucken wir mal ganz kurz in die Bastelanleitung. Oh, cool. Nur Hartholz. Das ist natürlich sehr cool. Ja, okay. Das hätten wir gemacht. Wir gucken mal einmal hier rein. Ach ja, ich kann auch hier mal gucken eben, wie das eine Insekt heißt. So, hier ist der Saibling. Ich weiß nicht, ob der selten ist, aber keine Ahnung. Goldforelle. Und, ach, den hatten wir schon, oder was? Nachgeguckt. Warst du das? Nee. Hier. Sackträger, genau, Sackträger ist das. Ich dachte, ich würde auf den Namen eh kommen, weil der eigentlich relativ leicht ist. Ich habe keine Schleuder mehr. Deswegen sind die Geschenke momentan, ja, da. Da. So, das hätten wir auf jeden Fall Rüben. Ich lege mir die mal ins Haus, damit ich es nicht vergesse. Oh, da war der Ritterfalter. 2500 sind wieder weg. Nice. Ach nee, komm. Ich tu die einfach. Ich kann die gar nicht. Ich kann die nicht da hinlegen, wo ich die hinlegen will, oder was? Ich wollte die eigentlich ins Inventar verfrachten, aber okay. Aber okay. Dann nicht. Dann macht halt hier meine ganze Wohnung voll. Mit Rüben. So. Die passt natürlich nicht mehr dahin. Hier. So. Bitteschön. Dann können wir. Hey, ach, hier habe ich noch einen Zehner. Sack. Mal zu Melinda gehen und fragen, wie es jetzt aussieht. Ich hoffe, sie sagt mal Level 2 und wir haben Post. Post von. Akademie des schönsten Hauses. Rang B, herzlichen Glückwunsch. Dein Haus hat die Schallmauer von 10.000 Punkten durchbrochen. Am Ball findest du Andenken an diesen denkwürdigen Moment. Okay, Nook Inc. Ein neuer Bewohner ist auf ein von dir ausgezogenes Grundstück. 1.000 Meilen, nice. Nooks Meilenprogramm. Hier habe ich, glaube ich, den Leuchtturm bestellt. Aber ich bin mir nicht sicher, ich glaube schon. Ne, da haben wir noch ein Geschenk, mal gucken. Leuchtturm, perfekt.
Den wollte ich nämlich da hinstellen, wo Jorna ist. Ach Mann, jetzt muss ich da wieder hinlaufen oder was? So, ich weiß eigentlich, in den älteren Teilen ist dieses schnelle Rennen nicht gut für deine Insel. Aber das macht irgendwie jeder. Und ich sehe da jetzt keine so böse Konsequenz wie damals. So, bitteschön, Leuchtturm. Ich finde, du hast ein kleines Türchen. Vielleicht ein bisschen zu klein, aber okay. Hallo Jorna, tschüss Jorna, wir sehen uns. Wir sehen uns. Ah, wir können uns gleich noch die neue Hütte anschauen. Von. Puh, wie hieß er denn? Ich weiß echt nicht, wie der hieß. Ich hab's vergessen. Nee, Axel war es nicht. Axel war ja letzt der neue. Cache herausholen und zack. Zack, zack, zack. Wie hieß der denn? Ich hole mal eben meine Gießkanne. So, da, 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 da. Gott, wie hieß denn dieser Vogel da mit dieser komischen. War das eine Maske? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr seltsam. Ja. Gießkanne, Gießkanne, Gießkanne. Genau, zwei Stück reichen wahrscheinlich. Ist ja denn eine geht jetzt sofort kaputt. Dann reichen sie auf jeden Fall nicht. So, wir gehen jetzt aber erstmal noch nach Melinda Schirn. Melinda Schirn, ich komme. Ich guck gleich nur, ob Tina noch was verkaufen will. Aber ich glaube nicht. Die freut sich jetzt einfach auf einen neuen Laden. Und ich auch. Ja, guckt mal aus dem Fenster und ich sitze hier. Oh, Moritz, guten Morgen. Wie kann ich dir heute helfen? Das Insel-Image, Leute. Du machst dir also Gedanken um die Insel, naja. Ja, wir haben zwei Sterne. Yeah! Gibt's keine Gespenster, okay. Nun, das war's. Für handfester Umfang, bla bla bla. Okay, ja. Dekorieren und verschönern und so. Hast wirklich Talent, weißt du? Und fertig, das wär's auch schon. Aha. Sehr toll. Kannst du irgendwas Neues machen mit Bewohnersachen? Nee. Okay. Schade. Hätte ja sein können. Hätte sein können. Naja, wir sind schon mal zwei. Auf Stufe 2. 300 Meilen bekommen wir wieder. Und wir gucken mal, was bei Nook Shopping jetzt heute neu ist. Okay, nichts wirklich Cooles. Oh, das Bild ist echt süß. King KK. Naja. Naja, egal. Brauche ich nicht. So, Tina, was gibt sie mir denn jetzt eigentlich Schönes? Oh, wie kann ich helfen? Zeig mir das Angebot. Oh, cool. Lumpenhut, den kaufe ich mir. Oh mein Gott, der sieht cool aus. Im Real Life würde ich den auch cool finden. Die Stiefel, die passen doch dazu, oder? Aber ich kaufe mir natürlich dieses Superheldenkostüm. Aber der Lumpenhut ist echt cool. Ja, den finde ich ja mega cool. Das war's. Danke, Tina. Wo ist mein cooler Hut? Tragen. Oh, mega geil. Vor allem mit diesem hässlichen Anzug. Yeah, ich bin super Lump. Ich rette die Welt. Wie sie mir gefällt. So, dann hier einmal. Da, da, da. Ist die Blume eigentlich gewachsen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Ich weiß, meine Insel sieht gerade richtig schlimm aus, vor allem weil ich die Bäume so eingezäunt habe. Ich dachte, vielleicht komme ich so schneller Level auf. Musste aber feststellen, dass es gar nicht so leicht wie ich es erhofft hätte, das Insellevel zu steigern. Es ist nämlich echt nervig, wirklich sehr, sehr nervig. Und macht auch. Ja, ich lasse das mal so stehen. Naja, auf jeden Fall, heute Abend kommt noch ein Part. Da versuche ich den Huchel weiter zu fangen. Hab vielleicht so mit einer Stunde dann so Huchelzeit zu finden. Ich werde schon mal einige Sachen vorbereiten, dass ich Köder kaufe, nicht kaufe, sondern herstelle. Das werde ich dann auf jeden Fall noch machen nachher. Damit wir dann so circa 100 Köder haben, das heißt 100 Fische. Und da wird dann hoffentlich ein Huchen mal dabei sein. 90 Fische habe ich, glaube ich, schon gestern gefangen. Ja. Genau, das ist mein Plan. Das ist mein Plan. Ach, so. Dun. Oh, die Blumen sind echt schön. Ich bin gespannt, wann die hier fertig sind. Morgen oder übermorgen, denke ich. Genau, dann können wir uns gleich noch die neue Wohnung anschauen. Hier habe ich alle getroffen, super. Hier mache ich mal so. Spart auch was. Und ab morgen geht's dann groß los mit dem Dekorieren. Bist du schon? Nee, du bist noch nicht. Da freue ich mich tatsächlich ein wenig drauf. Ein wenig. Och, der ist gar nicht zu Hause. Der ist da oben gerade herumgelaufen. Schade. Schade, schade. Ah ja, wir können gleich noch mal ein Ticket kaufen und auf eine andere Insel, damit wir noch einen Bewohner kriegen. Dafür müssen wir aber gleich auch noch einen Platz für den nächsten Bewohner finden. Da müssen wir uns noch überlegen, wohin. Vielleicht erstmal woanders hin. So, ah, ihr Gelben. Und ihr Schönen. Perfekt. Perfekt. So, weg mit der Gießkanne. Und hallo, Jessie. Hallo Jessie, oh, ich dachte, du wärst an der Werkbank. Oh, ich bin ja so aufgeregt, dass du vorbeigekommen bist. Gib zu. Du hast gestern was verbuddelt, Moritz. Angeblich waren das Sternis. Ha, Volltreffer. Okay, danke schön. Tschüss, Jessie. Diesen Superhelden-Outfit, das würde auch für dich. Der würde dir auch sehr, sehr gut stehen. Oh, ich mag diese Kleidung da nicht. Ich mag die Kleidung nicht. Ich trage jetzt was Eigenes. Und zwar den Naruto-Anzug. Perfekt. So. Der ist nicht so knatsch. Ne? Knatsch. Pink. Pink, pink, pink. Oh, das ist auch nicht schön, aber. Naja, egal. Dann sieht man, dass der hier einen Knall hat und ausziehen muss. Hallo, ach man, du bist ja auch nicht an der Werkbank. Was ist denn los mit euch? Ja, lass uns quatschen. Ines war kürzlich zu Besuch. Oder mit dem Kajak. Hahaha. Das ist so lustig, dieser Spruch. Ich kann nicht mehr. Oh, wir haben heute überhaupt keinen Fünfer. Das ist ja auch wieder traurig. Fangen Insekten. Ja, mache ich eh schon die ganze Zeit. So, dann gehen wir mal zu Nukibuki. Nukibuki. Und platzieren noch ein weiteres Haus für den nächsten Bewohner. Vielleicht auf dem Berg obendrauf irgendwo. Hallo Moritz, hallo, willkommen bei der Bauberatung. Ich möchte Infrastruktur. Genau, ich möchte gern ein Grundstücksverkauf. Ganz vorzüglich. 10.000. Siehst du? Ja, na klar. Na klar helfe ich dir.
Super, perfekt. Nee, alles gut, alles gut. Jederzeit. Okay, dann kaufe ich mal eben ein Meilenticket. Nuckmalen einlösen. Bei Sterni-Coupon bekommt man, glaube ich, 5000 Sternis. Ich glaube, so viel waren's. Aber da malen sehr, sehr wichtig ist noch. Ne? Lass ich das lieber. Und spare auf die teuren Sachen im Leben. Tschüss, Nuki Buki. I miss you so much. So, wir können noch mal ein bisschen über Disney Plus reden. Und zwar gibt es viele Serien, die natürlich nicht da sind. Die aber, ich glaube, die sollen alle noch kommen. Ich vermisse ein bisschen American Dragon. Weil darauf habe ich mich am meisten gefreut. Oh, da hat irgendwas. Jo, Moritz, wie ich höre, arbeitest du an einer Art Sonderprojekt. Ich hatte gehofft, du würdest einen künstlerischen, wegweisenden Indie-Film produzieren. Also habe ich alles stehen und liegen lassen, um mich darauf vorzubereiten. Und dann finde ich heraus, dass du in Wahrheit daran arbeitest, KK bei uns auftreten zu lassen. Das ist ja sogar noch cooler, Mauser. Mein Respekt, du machst dich wirklich verdient um unsere Insel. Du hast mich sogar zu einem Geschenk für dich inspiriert. Okay, was ging mir? Ich bin gespannt. Erkennst du das hier? Das ist eine Zypresse. Ich glaube, das wäre was für das Sonderprojekt. Zwinker, Zwinker. Den Rest überlasse ich dir. Okay, danke schön. Ich schaue mir das mal eben an hier. Sehr schön. Sehr schön. Ich schieb's mal hier hin. Guck hier hinter. Da sieht's niemand. Perfekt. Ja, zu Disney Plus zurück. American Dragon ist leider nicht da. Dann habe ich gesehen, die Ariel-Serie ist da, aber wieso dann nicht die Harry Potter? Die Herkules und die Aladdin-Serie. Die vermisse ich noch. Den Brunnen, den schiebe ich mal nach links. Nach links, habe ich gesagt. Nicht nach rechts. Ich dachte mir, hier oben so ein mysteriöser Brunnen wäre nicht verkehrt. So, und da machen wir jetzt noch das Haus hin. Hier kann noch jemand wohnen. So, dann schauen wir uns das mal hier an. So, hier einrichten. Mal sehen. Müssen im Notfall den Brunnen ein bisschen weiter nach vorne. Ne, müssen wir nicht. Ja, ist in Ordnung, so perfekt. Super gemacht, Moritz. Guck mal, Lagerfeuer ist hier, eine Fackel ist hier, die man auch anmachen könnte. Wie viel Geld ist schon zusammengekommen? Oh, 248 Sternis. Nee, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. So, dann können wir hier einmal rüberspringen. Springi, springi machen. Er ist nicht zu Hause, hausi. Traurig, traurig. Tschüss, Vogel, Schirn. Oskar ist, glaube ich, ist auch nicht zu Hause. Ja. Dann gehen wir noch eben zu, Gott, wie heißt denn die Olle? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Pamela, genau. Pamela hieß die. Aber jetzt gehen wir noch kurz zu Nuki Nuki Buki. Notebook. Notebook. So, ich hab's gemacht, Herr Nuki Buki. Selenzi interessiert das gar nicht. Dann bin ich aber sehr, sehr traurig. Okay. Es passiert nichts. Okay, dem ist das egal. Perfekt. Perfekt. Wenn es dir egal ist, dann kann es mir auch egal sein. So, wie viel Inventarplatz haben wir? Oh. Wir gehen mal kurz Fossilien analysieren. Und danach verkaufen wir die ganzen Sachen. Und dann können wir endlich auf die neue Insel gehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hallo, Eugen. Genau, ich bin auch noch müde, Eugen. Denn ohne diese Zeitver... Dingsi Bumsi, ne?
Wäre es jetzt gerade 7 Uhr noch was gewesen. Ne, 8.18 Uhr hätten wir dann jetzt. Fossilien analysieren. Ich möchte gerne, dass Sie Fossil und das Fossil hier überprüfen. Möchte gerne wissen, was es ist und ob ich es weiterverkaufen kann oder du das vielleicht brauchst. Ach man, der labert immer so viel, Leute. Jede Spende, jede Stück macht den guten Eugen glücklich. Ich will etwas stiften. Lobbyfarme? 3. 3 von Dings ist gar nicht so schlecht. So, bitteschön. Welche Freude, welches Vergnügen. Oh, Sie brauchen die Stücke nicht einzeln vorzuheben. Geben Sie mir einfach alles. Sehr, sehr schön. Okay. Perfekt, Eugen. Dann au revoir. Ich verpisse mich. Und verkaufe mal deine schönen geschätzten Fossilien. Beziehungsweise nur eins. Dein Fossil. Hallo, Nuki Buki Laden. Ich kann nicht hier jeden Nuki Nuki nennen. Oh, ich bin echt müde. Aber ich habe echt schön geschlafen. Ich hatte echt einen schönen Traum. Ja. Und das war es eigentlich auch schon. Und dann wollte ich, Eiskönigin 2 wurde mir angezeigt, ja, zum Schauen bei Disney Plus. Da wollte ich das dann schauen und dann stand da auf einmal, ja, wegen irgendwelchen Gründen, ist das erst ab dem 28. Juli zugänglich. Dachte ich mir so, was? Noch 3 Monate warten? Und die Amerikaner können das schon schauen? Haben die irgendwie eine Exklusivlizenz oder was? Weltlizenz, ey. Mann. Kochfeuer, okay. Naja, wir gehen jetzt mal eben hier zum... ne? Ihr wisst, was ich meine. Genau, zum Bambus. Richtig. Nee, gehen wir natürlich nicht. Wir gehen aber über den Strand entlang. In der Hoffnung, nichts zu finden. Außer Koala, den wir noch nicht angesprochen haben. Hallöchen, ich bin's, Oscar. Ja, wusste ich. Ich bin heute voll dabei, voll am Spielen, voll am Futtern und natürlich voll altes Haus. Ja, tschüss. Danke für diese Konversation. Unkraut, hallo? Was machst du denn hier? Dich habe ich nicht bestellt. Die habe ich noch nicht gegossen, glaube ich. Ich muss sie nur eben schnell gießen. Gieße. Den Geldstein müssen wir auch noch finden. Weil Geld regiert die Welt, Leute. Ducktails, darauf freue ich mich. Ducktails, da freue ich mich echt drauf. Ist auch auf Disney Plus. Aber erst will ich noch die Zauber auch von Waverly Place zu Ende schauen. Und dann wird der Random Counter entscheiden, was ich als nächstes schaue. Oh, da ist noch ein Geldbaum. Oh. Hallo, Geldbaum. Wieso haben wir denn 2? Ich weiß nicht. Aber hier waren nur Tausende. Da habe ich bestimmt gefailt. Gefailt. Ach man, ich habe eigentlich keine Lust, hier die Blumen hier die ganze Zeit zu gießen. Gibt es keine Sprinkleranlage wie in Stardew Valley? Nein. Okay, dann nicht. Dann nicht, was denn? Ist das... Oh, da ist Unkraut, ne? Die schnappe ich mir. So, ich weiß jetzt nämlich auch nicht, ob... der zweite Stern durch den nächsten Bewohner gekommen ist. Oder nicht. Oder nicht. Auf jeden Fall haben wir für 10 Leute Platz. Und sobald KK hier war, schmeißen wir auch direkt Pamela raus, ey. Ich bin da eh schon die ganze Zeit dabei, die rauszuschmeißen, aber die will nicht. Die will nicht raus, Leute. Was mache ich denn da? Und die ganzen Nashörner müssen aus meiner Stadt raus. Ich bin kein Fan von denen. Nee, kein Fan. Auf geht's. Dann los. Ab in die Luft mit dir. Wuhu, jetzt geht es los, arabische Welt.
Naja, okay, dann guten Flug und viel Glück. Dankeschön für deine Glückwünsche. Oh ne, jetzt habe ich einen Ohrwurm von DuckTales. DuckTales, wuhu. Sie sind da, du. DuckTales. Oh nein, es sieht aus wie Kirsche, oder? Ich habe noch nichts gesehen. Oder wie gar nichts. Okay, es sieht aus wie gar nichts. Oh doch, Kirsche, da war die Kirsche. Hallo Bewohner. Ich habe eine Leiter mit. Zufälligerweise. Hier ist ja nicht mal... Da oben sind die Blumen, oder was? Ist ja hier wieder frech. Da oben ist jemand. Eine Katze. Eine Katze. Oh, endlich mal ein süßer Bewohner. Mischka. Hey, wie cool, hier dich hier zu treffen. Ich bin Mischka. Willkommen auf meiner mega fantastischen Insel. Okay, nicht ganz meine Insel, aber später mal, denn ich werde Popstar. Will hier irgendwie jeder Popstar werden? Komm. Das Einzige, besser ist, als einen Tag auf einer Insel zu chillen, ist jeden Tag auf einer Insel zu chillen. Wenn man Zeit auf einer Insel verbringt, findet man so voll zu sich selbst und kann sich Hallo sagen. Wenn ich auf einer Insel leben würde, wäre ich der mega entspannteste Popstar überhaupt. Sieh dir auf meine. Ich glaube, ich kenne Mischka sogar noch. Oder hieß sie anders? Aber die war komplett weiß und nicht so beige. Weiß nicht, ob du die gleiche bist, Mischka. Puh, jetzt geht's wieder. Also, ich muss einfach nur Tom Nook. Okay. Super. Wir schnappen uns hier. Ist hier Geld drin oder sind das nur Erze? Also, wenn's Geld ist, dann mache ich hier jeden Stein auf. Ne, es sind nur Erze. Okay. Dann nehme ich hier die Blumen alle mit. Denn Blumen sind gut für Level Up. Gut für Level Up. So. Oh, Schaufel ist weg. Okay, das war's mit Blumen, Leute. Das war's mit Blumen. Aber ich kann ja da unten noch eine Schaufel kaufen. Da ist ja kein Problem, ne? Da besteht einfach no problem. No problem. So, Herr Dodo. Ich brauch Werkzeug. Ich brauch eine Schaufel. Eine Wuckelschaufel. Die kostet 100 Mulen. Wutscha. Mutscha, mutschi, matscha. Super. Dankeschön. Ich gucke mal eben hier links. Hier scheint aber gar nichts zu sein. Okay. Das ist wieder eine sehr, sehr enttäuschende Insel. Aber wir haben zumindest eine Katze. Eine Katze, eine Katzi. Ja, die schnappe ich mir. Ich schnapp mir hier alle Blumen. Blume. So. Ja, müssen wir sonst noch was machen? Nee, ne? Ich weiß nicht. Ich überlege gerade, welche Disney-Serien, Filme zum Beispiel gibt es auch noch. Fand ich aber nicht ganz so cool. Ich mochte zwar einmal so Detektivserien, aber Filme war so, ja, okay. War halt da, hab ich dann geschaut. Mehr aber auch nicht tatsächlich. Lilo und Stitch ist, glaube ich, drauf. Da freue ich mich auch sehr. Naja, ich freue mich auf jeden Fall auf alle Serien, Leute. Na, vielleicht schaue ich mir tatsächlich auch irgendwann mal Ariel wieder an. Die Serie, weil die Serien von Disney, die waren eigentlich echt gut. Nicht so wie die neueren von heute, ey. Hier die ganzen mit realen Schauspielen oder Animationen hier. Mit Computeranimation und kein Zeichentrick mehr. Die sind nicht so mein Fall. Nicht so mein Fall. So, das hätten wir hier geschafft. Hallo Dodo, wir wollen ganz, ganz schnell wieder zurück. Wir müssen nämlich zurück. Echt? Wir müssen schon wieder nach Nimmerland? Ja, Dodo, es tut mir leid. Wir müssen da einfach schnell wieder hin. Ich hoffe, du verzeihst uns, Dodo. Tschüss, Dodo. So, Leute, dann platzieren wir noch eben die Blumen hier einfach irgendwo hin. Zum Blumenfeld.
Ich meine, ja, wohin auch sonst? Oder wir machen es wieder oben, dass die sich vermehren können. Das würde bedeuten. So, rot-gelb da. Blau-rot. Da ist kaum Platz. Dann kommt ihr hier hin. Ihr stört euch ja nicht gegenseitig. Blau-rot hatten wir, ne? Dann blau und gelb. Hier hin kann dann rot und rot, blau und blau und gelb und gelb. Oh, das hat nicht hingehauen. Und gelb. Perfekt. Oh, hier haben wir nochmal einen, so einen. Komm her, Schatzi. Perfekt. Ein Rita-Falter. Und Animal Crossing, ja, verleitet mich dazu, keinen Dead by Daylight mehr zu spielen. Das ist sehr, sehr traurig. Das ist wirklich traurig. Ich liebe doch Dead by Daylight. Und dann kann ich es einfach nicht mehr spielen, weil ich keine Zeit dafür finde. So, perfekt. Dann gießen wir hier mal alles. So, bitteschön. Hier auch noch. Euch. Ist natürlich nervig, alle immer einzeln zu gießen. Aber was soll man machen, ne? Wer schöne Blumen haben will, muss leiden. Ah, ich war gestern ach ne, habe ich glaube ich gestern schon erzählt, ne? Ich glaube schon mit der Warteschlange. War sehr interessant. Ja gut, Leute. Wir suchen noch den Geldstein schnell. Und danach beenden wir auch den Part. Und heute Nacht kommt dann noch ein Special Part. Ach, das ist aber leider kein Dings, ne? Egal, ich sammle jetzt mal wieder Materialien auf. Ich habe vieles ausgegeben. So. Ne? Dann suchen wir heute Nacht den Heuchel. Ich habe noch 2 Tage Zeit. Wenn ich den heute nicht finde, dann kommt morgen nochmal abends ein Part, wo ich dann den Heuchen finde. Ich guck dann nochmal, wie früh der genau da ist. Können wir nämlich da schon anfangen. Ich suche noch den Geldstein. So, der Geldstein könnte neben meinem Haus sein. Oder hier. Hier, wo ein Stein dran ist. Da machen wir mal ein Loch hin. So, und da nicht, aber ist in Ordnung. Ach, hier auch nicht. Okay, ich habe da Freude. Super, habe ich verkackt. Macht nichts. Hier oben war, glaube ich, auch noch ein Stein. Genau da. Orangen und Äpfel, die kann ich gleich anbauen. Super. Hier auch nicht. Oh, Alter, ey. Wo ist denn dieser Scheißstein? Wo ist denn der Stein? Ist das echt der neben meinem Haus? Den haben wir doch schon angerissen, oder? Oder nicht? Ne, ich glaube nicht. Ja gut, ne? Muss ich ja hier die Löcher machen. Ja, hier. Neben meinem Haus, perfekt. Oh, komm, Geld, 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 Geld. Okay. Perfekt. Zwar nicht ganz so viel, aber wir haben hier Geld gefunden. Und das kommt jetzt auch erstmal wieder auf mein Lager. Beziehungsweise Dingsy, weil den Kredit, den könnten, glaube ich, tatsächlich heute schon abbezahlen, weil ich die ganzen. Och, Alter, ich drück nicht auf A. Vielleicht indirekt, indem mein Mikro auf A drückt, aber ich drück persönlich nicht auf A. So, hallo. Hallo, wie geht's, Rumpel? Lass uns quatschen.
Hat dir die Akademie des schönen Hauses Punkte gegeben? Bei mir war es kein Riesenerfolg. Ich wurde nicht mal gefragt, wie viele Sit-Ups am Stück ich schaffe. Ja gut. Cool. Cool, cool, cool. So, dann schauen wir mal eben hier meinen Kontostand an. Bankautomat. Guck, viel fehlt uns nicht mehr für den Kredit. Aber etwas fehlt uns leider noch. 37.000. Und dann will ich behaupten, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns heute Abend wieder, wenn wir den Heuchen fangen wollen. Und ich hoffe, ich krieg's hin, ey. Oh. Ja. Rechts ist die Playlist, links kommt ihr zum neuesten Video. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.